Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im LS22 zu einer weiteren Mod-Vorstellung aus dem Hause Hirschfeld. Und ich habe den Patrick auf dem Ohr, der hat das Ganze nämlich, ja, wie sagt man, so ein bisschen salopp verbrochen, aber verbrochen kann man nur wirklich nicht sagen. Patrick hat dieses Trailer-Set ganz cool zusammengestellt und ihr kennt es vielleicht aus dem Standard natürlich vom LS22. Da gibt es eben diese Kombination mit dieser Dolly, die dazwischen gehängt ist, auf der eben die, ja, das ist hier verbaut. Ne? An diesem ersten ist halt dieser Dolly-Anbau mit verbaut und da hängt eben der zweite Trailer drauf. Ihr könnt die also auch noch trennen und das gibt es jetzt entsprechend in der Hirschfeld-Howling-Variante natürlich auch zu diesem Mac Anthem. Auch den haben wir schon mal vorgestellt. Damit ihr nicht lange suchen müsst, Linkbeschreibung kriegt oder den Link kriegt ihr natürlich beide in die Videobeschreibung, sowohl zu dem Mac als auch eben hier zu dem Trailer Pack. Ja, genau. Nachdem ein Kommentar unter dem Mod stand von dem Mac Anthem, der Krampe sähe so niedlich aus dahinter, da müssen wir mal die anderen Trailer dazu holen und ins Design passen. Genau, also Patrick hat, wir können mal kurz einen kleinen Blick spoilern, oder? Ja. Wenn wir hier mal vorbeigehen, dann seht ihr da hinten in weiter Ferne, da stehen auch noch ein paar andere Trailer, dazu aber später mehr. Also es gibt tatsächlich eine ganze Menge Ami-Trucks und Trailer, die hier im Hirschfeld Design schon daherkommen und mit entsprechenden Fahreigenschaften daherkommen. Also hier seht ihr, ne, das Logo sehr sauber draufgepackt. Übrigens, das ist wirklich ein richtig schöner Effekt, dass eben die Nieten hier da durchkommen und dadurch eben, ja, wie ich finde, nochmal eine ganz andere Darstellung auch von diesen US-Trucks mitbringen. Da passt das ja echt ganz gut. Ja, richtig, genau. Sieht echt gut aus. Ja, und ansonsten kann ich euch eigentlich auch nur sagen, wenn wir das mal im Fahrtest haben, fahren wir mal vorwärts. Ihr seht natürlich, ich habe jetzt die Felgen noch nicht angepasst, ne, hier so weiß, aber es ist weiß-orange, da bleibt's und von daher passt das schon ganz gut. Ihr seht, auch hier könnt ihr entsprechend die Geräte durchwechseln. Ihr seht ja auch, beide haben entsprechend zwei Kammern. Ihr könnt diesen hinteren abhängen. Habt dann den vorderen hier und ich meine sogar, man kann das Ding verlängern, aber wir gehen da mal in den Shop und bevor wir diesen Test machen, gucken wir uns das mal an, wo ihr das Ganze findet. Unter Anhänger natürlich, wie immer, und dann ist es hier die Distinction Super B Hirschfeld Edition und da seht ihr, kommt er erstmal so daher, wie er üblicherweise ist. 81,2 Kubikmeter gehen da rein, eben in beide kombiniert. Ja, und dann hat Patrick entsprechend ein Logo gemacht. Dann gucken wir, oh, was ist da passiert? Aber das liegt daran, dass das erste Logo eben weiß ist. Also bitte nicht wundern. Oh, das war die Abdeckungsfarbe. Bitte nicht wundern. Na, das gibt es eben auch in dieser Variante hier. Das ist ansonsten weißer Hirsch auf weißem Grund. Ne? Genau, dann habt ihr weißen Hirsch auf weißem Grund und dann sieht es natürlich etwas merkwürdig aus. Aber in dem Fall, so wird es wieder gehen. Und wenn man dann hier noch die weißen Felgen dazu nimmt, dann haben wir hier auch schon eine schöne Kombination. Ich finde, bevor wir hier weitermachen, nehmen wir die auch mal mit. So, dann habt ihr hier, und da würde ich gerne mal die Farbe wieder zurücksetzen, auf das Weiß, Abdeckungsfarbe vielleicht das Orange. Dann gibt es entsprechend hier diesen Mod auch nochmal mit schwarzem Hirschfeld-Logo, dann mit komplett Orange. Also passt es so an, wie es für euch gerade passt, auf die Farben, die ihr entsprechend darauf setzt. Das ist eben dieses, das Originale. Aber da sind sehr viele Farben drin. Da ist so ein Grau, Schwarz-Grau-Ton drin. Da sind entsprechend diese Orangetöne drin, Weißtöne mit drauf. Das passt eben nicht zu jeder Farbe. Zu jeder Hauptfarbe. Genau, deshalb sind sie halt konfigurierbar. Ne, da sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Ne, passend zur Grundfarbe sich ein Logo aussuchen kann. Genau. Es gibt auch das Hirschfeldweiß, ne? Also dann hast du noch nicht statt zu dem Standardweiß, das ist noch ein bisschen. Ah ja, ein bisschen weißer. Kräftiger, ne? Bisschen weißer. Ja. und es gibt das übliche Hirschfeld, also Blanco-Hirschfeld-Logo, wenn ihr das entsprechend hättet. Das passt sogar eigentlich ganz gut mit dieser Schräge zu dem Paysetter auch, zu dem Distinction, nicht Paysetter. Und natürlich die Nummernschildwahl entsprechend, wenn ihr das
möchtet. So, und jetzt fahren wir mal los. Nur, dass ihr das seht. Ich meine nämlich, dass das tatsächlich so funktioniert, dass ihr die nämlich noch weiter, ihr könnt einen richtigen Roadtrain draus machen. Das, da braucht ihr schon einen Mac Anthem für, da braucht ihr auch einen Mac Anthem mit Dampf für, wenn ihr große Nummern fahren wollt. Und ich darf euch natürlich jetzt nicht zu viel zeigen von den anderen Trailern. Ach, schnell dran vorbei huschen. Ja, genau. müssen wir mal gucken, dass wir den so da reingeschoben kriegen, ohne die Perspektive zu wechseln. Wo ist es natürlich nicht. Also wie gesagt, verwendet den Mac Anthem auch mit ein bisschen Dampf, wenn ihr da jetzt... So. Und fahren wir hier mal hinten eben raus. Wie gesagt, wir werden... Uha! Hoffentlich KI-Verkehr. Ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich gemerkt, dass da nicht viele überhaupt auf die Idee gekommen sind, die Dinge aneinander zu hängen. Obwohl das natürlich mit der Kombination wirklich großartig funktioniert. Und dann ergibt es übrigens auch Sinn, diese hinteren Anhänger mal zu verkaufen. Die könnt ihr auch einzeln nutzen. Mal gucken. Hier vorne steht da irgendwo noch ein LKW von uns. Da. Wenn ich nicht jetzt zum Beispiel den hinteren, kann ich jetzt hier abhängen hier. Warte mal. So. Jetzt wird es allerdings ein bisschen schwierig. Jetzt wird es sportlich, ja. Ja, wir gucken mal, ob wir den da hinten reingeschoben kriegen. Ja. Ah, bis jetzt sieht gut aus, ja. Sieht nicht so schlecht aus. So, jetzt könnte er weggehen. Es hat nicht ganz hingehauen. Ist aber wirklich so. So. Aber jetzt geht er drunter, oder? Ah ja. Hammer. Also ihr seht, da könnt ihr wirkliche Roadtrains mitbauen, ganz entspannt. Und mit der ganzen Farbkombination, also was man da so alles jetzt machen kann, finde ich schon eine richtig coole Nummer. Schon cool, Patrick, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber gut, du musst es ja sagen, du hast es gemacht. Doch, auch ja, ich meinte jetzt mit dem Zusammenstecken der... Ja. Einzelne Elemente. Ja, ich finde auch übrigens dieses dieser Glanzlack hier drauf, der passt hier zu dem Load King tatsächlich sehr gut. Ja, da habe ich viel probiert, mich durch die Materialien durchgewurschtelt. Ja. Bis ich das, und dann aufgeschrieben, der sah gut aus, Zahl merken, weitersuchen. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und natürlich, mein Lieben, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ne, gibt hier überall einen kleinen Hirsch dabei. Das Markenzeichen, das Maskottchen darf natürlich nicht fehlen. Ja, und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, ich weiß gar nicht, wie viel geht jetzt in Summe rein? Da gehen 120.000 Liter müssten da jetzt reingehen in diese komplette Kombination in insgesamt 6 Kammern. Und ich sag mal so, wenn ihr das noch länger machen wollt, dann macht es halt noch länger. Aber sorgt dafür, dass euer LKW entsprechend Power hat, um das durch die Gegend zu ziehen. Ja, genau. Sonst müsst ihr noch vorwärts kommen, sonst... Das stehende Silo ist es jetzt zu schade. Das stimmt, ja, genau. Ja, ich würde sagen, an der Stelle probiert das Ding einfach aus. Wie gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung zu finden. Ansonsten natürlich wie immer auf hot-hq.de die Downloads. Und uns bleibt eigentlich nur noch viel Spaß damit zu wünschen, oder? Ja, genau. Viel Spaß damit. Ne? Transportiert was Schönes. Genau. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.